Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt. Wir wollen King of Seas mal anzocken. Ich bin ja sehr gespannt drauf. War ja die erste Zeit nur für Xbox. Und PC, glaube ich, so, ja. Wenn ich mich nicht recht erinnere, hat mir der Onkel damals davon erzählt. Der hat das auf der Xbox gesucht, wie weiß ich was. Wir fangen mal beim Schiffsjung an. Wir sind ja nicht so groß. Josie? The story began in the middle of the ocean many years ago, within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the seven seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the Okay.
Okay. Och Mensch, jetzt quatsch doch nicht so viel. Jetzt lass mich doch immer auslaufen. Segel einholen, Segel lösen, drehen, ransummen. Okay.
Steuerung, okay. Also bis jetzt werde ich noch nicht so warm mit dem Spiel, obwohl es irgendwie ganz süß gemacht ist. Okay, zum Stützpunkt zurückkehren. Also meine Frauen. Bestimmt an, wie alt ich bin. Aber die haben ja Mittagsschlaf gemacht. Okay. Gut. Ja, ich bin ja auch bald fertig. Macht das nicht so lange, das Spiel ist nicht so meins. Weil wir wollen nämlich gleich dann. Da geht sie vorher melden können. Sie wollte sich nach dem Mittagsschlaf melden, wenn ich denen wach ist. Jetzt ist sie schon bei den Lunchboxen. Wir wollen nämlich in Tierpark. Okay, sagt ich, ich bin in meinem eigenen Königreich, als Pirat und. Da ist ein Adler. Es ist süß gemacht, ist es schon, muss man sagen. Aber ich werde gerade damit nicht so warm. Nicht, dass es schlecht ist, um Gottes Willen, nee. Hier. Erstmal, die Lese nervt mich gerade unheimlich. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Dann mach ich da hier. Also müssen wir jetzt erstmal den bekämpfen. Kampf.
rechte Kanone, linke Kanone. Steuerkreuz links und rechts. Hier stoppen. Reparatur starten. Oder stoppen. Kugeln wechseln, okay. Das war schon besser. Komm, ich will den Schatz einsammeln. Hoppala. Ups. Was sollte ich kaufen, jetzt eigentlich, weil ich das mal kaufen sollte? Ach, Holz, sehen mal. Hafen der Händlervereinigung erreichen, okay. Ja, aber das machen wir nicht mehr heute. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie habe ich gerade nicht so Bock drauf. Aber irgendwie hat es auch was. Ich glaube, ich werde dem Spiel später nochmal eine Chance geben. Ich wollte jetzt nochmal mit euch angezockt haben. Es ist ein kleines, niedliches Spiel. Die Steuerung ist ganz simpel im Prinzip. Auch mit dem Schießen, das macht sich alles ganz gut. Links, rechts, reparieren.
Man muss sich daran gewöhnen, dass man ein Segel gesetzt hat, dass man die rechtzeitig einholt. Sonst kracht man in den Hafen, wenn man halt noch Tempo drauf hat und noch ein bisschen weiter geht. Aber so an sich ist es ein Schnucklied-Spiel. Plus, ich weiß nicht, irgendwann werde ich es mal weitermachen, aber jetzt momentan habe ich da nicht so. Bockt es mich jetzt nicht so. Und ich werde mich nicht zwingen, das jetzt unbedingt zu machen, damit wir noch mehr sehen. Das werden wir später dann nochmal machen. Denke ich. So, nichtsdestotrotz. Wir wollten ja nur mal kurz reingucken. Ich hoffe, hat euch gefallen. Auch wenn es nur ein bisschen kurz war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Na, mein Schätzi? Was machst denn du hier, Papa? Papa macht gerade noch ein Video. Wo wollen wir denn jetzt hin? Zum Tierpark. Zum Tierpark? Ja. Freust du dich schon? Ja. Dann werden wir ja gleich los. Muss Papa sich noch schnell umziehen. Oder Fliegenvögel. Da fliegen Vögel, ja, das sind Möwen. Das sind Möwen. Ja. Die Kleine freut sich schon auf den Tierpark. So, nichtsdestotrotz. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Ahoi. Sagt euer Roder. Da ist einer Mond. Da ist der Mond aufgegangen, richtig. Und ist ja wieder weg, der Mond. Und warte, komm, da ist der Mond. Hinter den Wolken. Und wenn der weg ist, irgendwann kommt auch die Sonne wieder. Cool, oder? Ja. Die Weißen, das sind die Braunen. Und dann kommen die Weißen. Ja. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Tschüss.